Herzlichen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Meistens freue ich mich ja darüber, dass wir als LINKE weder hier in der Hessischen Landesregierung noch in der Hessischen in der Bundesregierung sind. Heute ganz besonders, weil... Das freut uns auch. Genau, das freut Sie auch. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Sie das auch freut, vielleicht auch noch aus anderen Gründen, weil Regierungszugehörigkeit, ich denke... Herr Boddenberg, sind Sie... Meine Damen und Herren, ich würde doch bitten, die Frau Kollegin Böhm reden zu lassen. Ansonsten freue ich mich, dass die Stimme gut ist. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Dankeschön. Regierungszugehörigkeit macht, und das haben Sie ja heute ja mitbekommen, die Debattenverläufe schrecklich vorhersehbar. Teilweise konnte ich wirklich die nächsten Worte schon mitsprechen aus den Reden. Die SPD lobt den Bund und natürlich Frau Giffey über den grünen Klee und verdammte die Landesregierung. Die Landesregierung Schwarz-Grün foltert zurück, regt sich über befristete Bundesprogramme auf und verweist auf die eigenen Maßnahmen. Und da muss ich noch sagen, also, ich habe den Eindruck, dass wir für jeden Euro, den Sie in die Kinderbetreuung investieren, nein, das ist nicht Ihr Geld, das ist das Geld von Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen. Und wir müssen hier keine Dankbarkeitsorgien mit dieser ganzen Debatte alles schön. Natürlich hat beides auch ihre Berechtigung. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ist es natürlich ein Problem für die Länder und Kommunen, wenn die Förderprogramme des Bundes auch nur auf wenige Jahre befristet sind. Das gilt ja bekanntlich auch nicht nur für das Gute-Kita-Gesetz. Und ein Versprechen, dass es immer weiter finanziert wird mit Bundesmitteln, tritt halt auch nicht immer ein. Das haben wir da bei dem Auslaufen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive ja sehen können. Und wenn jetzt Frau Giffey 1 Milliarde € im Rahmen des Konjunkturpakets den Ländern zur Verfügung stellen will, ist das erfreulich. Aber das löst nicht das Problem. Das hat weder was mit Corona zu tun, sondern es löst auch nicht das Problem der befristeten Mittelbereitstellung für dauerhafte Ausgaben. Und es ist deutlich, weder die Mittel vom Bund noch die Mittel vom Land sind ausreichend. Es ist erforderlich, dass es wesentlich mehr Geld in die Kinderbetreuung investiert wird. Nur die sehr geehrte CDU-Fraktion ja auch, dass der Bund ausschließlich befristete Programme und Anschubfinanzierung durchführen kann, wenn es um Bildungsfragen geht, hat doch in erster Linie mit ihrer Verantwortung zu tun. Es waren gerade die CDU-Länderchefs, die im Rahmen der Föderalismuskommission sich vehement jede Einmischung des Bundes in Bildungsfragen verbieten haben. Wir verdanken es besonders Ihrer Partei, dass Bildungsfragen in Deutschland, und dazu gehört auch die frühkindliche Bildung, ein reiner Flickenteppich sind und das Kooperationsverbot existiert. Und es ist unredlich, dann ständig auf die Länderhoheit in der Bildung zu pochen, wenn es aber um eine angemessene Finanzierung geht. Da rufen Sie lautstark nach dem Bund. Unsere Partei, meine Partei hat damals in der Föderalismuskommission vehement dafür gekämpft, dass der Bund die Möglichkeit erhält, in Bildungsinfrastruktur dauerhaft zu investieren, und ist an der Besserwässerei von den CDU-Ministerpräsidenten gescheitert. Und natürlich hat auch heute der seitens der SPD-Fraktion vorgelegte Antrag im Kern recht. Das Land Hessen drückt sich seit Jahren vor der notwendigen Investition im Kita-Bereich. Die Pauschalen des Landes für die Kita-Finanzierung werden auch mit dem aktuellen Gesetzentwurf von Schwarz-Grün wieder nicht dynamisiert, sodass Tarif- und Betriebskostensteigerung weiterhin auf Kosten der Kommunen und Träger gehen oder an eben, es ist nicht nur so, dass Sie die Beträge, die Sie in Ihrem Investitionsprogramm vorgesehen haben, viel zu niedrig ist. Es ist auch angesichts der äußerst unterschiedlichen Bedarfe im Land.
bräuchten stattdessen eine vernünftige Bedarfsermittlung. Was ist denn notwendig an Mitteln, die wir in den Kita investieren wollen? Aber das ist klar, das wollen Sie nicht, weil wenn Sie diese Zahlen sehen würden, wüssten Sie ja genau, dass Ihre Investitionsmittel gerade nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Wir wüssten viel mehr, dass der Zugzwang auf Seiten des Landes viel mehr zu investieren, viel größer ist. Und wenn man nicht weiß, was man für Zahlen zu erfüllen hat, dann tut man so, als würde das auch nicht existieren. Und über die kommunalen Spitzenverbände muss man dann auch nicht mehr reden. Aber alles das geht auf Kosten zu Lasten der frühkindlichen Bildung. Aber das wissen wir ja schon, das kennen wir aus der Corona-Krise ja gerade deutlich, wo die Kinderbetreuung als letztes wieder eröffnet worden ist, nach allem anderen, was jetzt Ihnen wesentlich wichtiger ist. Da der Antrag der SPD in der Sache vollkommen zutreffend ist, würden wir natürlich auch zustimmen. Es geht uns darum, dass es in der frühkindlichen Bildung hier auch die Grundlagen für Bildungsgerechtigkeit gelegt werden, dass ausreichende finanzielle Mittel, beste Betreuungssituation und der möglichst komplett kostenfreie Zugang für alle Kinder gewährleistet wird. Aber davon sind wir in Hessen ja noch weit entfernt. Und an diesen Anforderungen muss sich die schwarz-grüne Landesregierung aber weiter messen lassen. Jetzt flattert mir aber heute Morgen der Antrag von Schwarz-Grün auf meinen Schreibtisch, und dazu muss ich noch etwas sagen. Nicht zu Ihrer unseriösen Hochrechnung, wo Sie sich für Geld loben, das Sie vom Bund bekommen und den Kommunen weggenommen haben. Auch nicht für Ihre Berechnungen, wo Sie so tun, als würden Sie ewig viel Geld ausgeben und hoffen, dass es keiner merkt, dass diese Summe für viele Jahre gestreckt ist. Aber was mich wirklich ärgert, heute Morgen haben Sie sich mit einem Halbsatz, oder es ärgert mich nicht, es war nicht typisch, heute Morgen haben Sie sich mit einem Halbsatz entlarvt. Viele Eltern haben noch nicht den Platz, den sie sich für ihr Kind wünschen, steht in Ihrem Antrag. Nein, viele Eltern haben noch gar keinen Platz. Viele Eltern werden darauf vertröstet, dass ihr Kind dann mit 4 Jahren vielleicht in die Kita kommt. Das ist die Realität in den Kommunen. Vielleicht wissen Sie nicht, kennen Sie die nicht, aber Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker müssen das eigentlich wissen, wenn sich Eltern beschweren. Schließlich kommen ja mehr Kinder auf die Welt. Es ziehen auch noch Menschen mit Kindern zu. Und ich denke, es ist deutlich, dass die Kita-Plätze nicht ausreichen. Aber den einen Halbsatz, den Kita-Platz, den Sie sich wünschen, ja super. Also wenn ich einen Arbeitsplatz habe, wo ich morgens um 7 auf die Arbeit fahren muss und vielleicht zwischen 5 und 5:30 nach Hause komme, dann nützt mir ein Platz von 8 bis 12 Uhr nichts. Was soll ich damit anfangen? Damit kann ich doch keinen Arbeitsplatz ermöglichen. Da kann ich keine Arbeit machen. Wer kümmert sich denn um den restlichen 6 Stunden ums Kind? Beziehungsweise vielleicht auch um die Kinder? Und es ist kein Wunder, dass die Bertelsmann-Studie vor wenigen Tagen vermeldet hat, dass Frauen im Lebensdurchschnitt ein 45% geringeres Erwerbseinkommen als Männer haben. Das gilt insbesondere bei Müttern. Die haben ein 62% geringeres Erwerbseinkommen. Auch wenn geben muss, und das haben wir gerade zu Corona-Zeiten deutlich gemerkt, müssen Frauen immer zurückstecken, weil das Geld ansonsten nicht reicht. Denn auch ohne Kinder verdienen Frauen immer noch zu 13% weniger, wie die Bertelsmann-Studie sagt. Und mit dem mangelhaften Ausbau der Kinderbetreuung sorgen Sie dafür, dass dieses Gap sich immer noch weiter vergrößert. Und das ist der Skandal. Ich möchte noch ein Wort sagen zur FDP. Ich hoffe doch, Herr Rock, dass Sie auch in anderen Themen, wenn es um die Unterfinanzierung der Kommunen geht, an unserer Seite so stehen wie heute bei der Kita-Betreuung. Das würde ich mir in Zukunft wünschen. Aber Kindertagesstätten, die frühkindliche Bildung ist, und ich hoffe, ich habe Sie da falsch verstanden, sind nicht nur wichtig für die Steuereinnahmen. Es geht um wirklich eine Bildungsaufgabe, einen Bildungsauftrag. Ich glaube, dass sich Schwarz-Grün heute ernsthaft der
Aufgabe widmen wird, diese Kindertagesbetreuung, diese frühkindliche Bildung tatsächlich wirklich auszubauen. Wir brauchen wirklich die Möglichkeit, dass dieser Föderalismuswahn im Bund beendet wird und dass der Bund endlich dauerhaft Bildung finanzieren kann. Wir brauchen ein Kita-Qualitätsgesetz des Bundes, um wegzukommen von diesen launenhaften, erfolgenden Finanzspritzen, um den Kommunen tatsächlich eine Planungssicherheit zu geben und um, und das ist ganz wesentlich, bundesweit vergleichbare Standards in der frühkindlichen Bildung durchzusetzen. In diese Richtung muss es gehen. Ich bedanke mich.